Heute mit dem Kinderliedermacher Donikel, dem Erfinder des Fliegerlieds. Mama, wann gehen wir los zum Donikel-Konzert? Wir haben noch Zeit, Anna. Aber ich möchte früh genug dort sein, damit wir gute Plätze ganz vorne haben. Ja, das wird schon klappen. So, ich fahre jetzt los. Dann komme ich auf jeden Fall pünktlich zum Konzert in Hausach. Mama, gehen wir jetzt los? Also gut. Wenn wir zu früh dran sind, können wir uns ja noch ein Eis kaufen. Au ja! Nimmst du die Tickets mit, Michael? Ja, mach ich. Prima, kommt, wir gehen. Wir gehen zum Donikel-Konzert. Ja, freust du dich schon? Ja, ich freue mich schon so lange auf das Konzert. Wir gehen jetzt gleich los. Jetzt rufe ich nur noch mal schnell den Papa an. Martin, denkst du auch an das Konzert heute? Ja, natürlich. Ich bin noch bis 16.30 Uhr im Dienst und komme dann sofort zum Konzert. Super, bis dann. Ah, schaut mal, da sind ja Sarah, Paul, Alex und Mia. Hallo. 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 Hallo zusammen. Ihre Eintrittskarten bitte. Hier, bitteschön. Danke, viel Spaß. Danke. Wow, das ist ja eine große Bühne. Cool. Der Platz hier wird nachher wahrscheinlich richtig voll. Da ist schon jemand auf der Bühne am Mikrofon. Geht es schon los? Eins, zwei, eins, zwei, drei. Nein, nein, die machen erstmal einen Soundcheck. Was ist denn ein Soundcheck? Da werden die Instrumente kurz Probe gespielt und es werden die Mikrofone getestet, damit dann beim Auftritt alles gut funktioniert. Der Mann da hinten unter dem Zelt ist der Tontechniker. Der kümmert sich darum, dass sich alles gut anhört. Und wo ist denn der Donikel? Ich möchte den noch sehen. Ja, Paul, er wird sicher bald kommen. Ja, sowas! Oh nein, der hat mir die Vorfahrt genommen. Mein schönes Auto. 250, ja, unfallfrei und jetzt das. Sie haben mir die Vorfahrt genommen. Naja, zum Glück ist der Schaden nur gering. Ich muss dringend zu einem Konzert. Ist das okay, wenn wir das einfach so regeln? Nein, wir rufen die Polizei. Die sollen das klären. Oh Mann, das kann sicher dauern, bis die Polizei alles aufgenommen hat. Holen wir uns noch ein Eis? Oh ja, darauf hätte ich auch Lust. Was für ein Eis möchtet ihr denn? Ich mag das mit dem Kaugummistiel. Und ich mag das bunte, das auf der Zunge so britzelt. Okay, dann bezahle ich das mal. Da drüben ist Lisa mit ihrem Papa. Ah ja, vielleicht können wir uns zu ihr stellen. Lukas und Malte habe ich auch gerade schon gesehen. Hier, bitteschön, euer Eis. Danke. Mama, da vorne steht Lisa. Können wir zu ihr gehen? Ja, klar. Hallo, Lisa. Hallo. Cool, Lena, dass wir uns getroffen haben. Jetzt können wir uns das Konzert gemeinsam anschauen. Oh, schaut mal, sogar das Fernsehen ist hier. Cool, kommen wir jetzt ins Fernsehen? Wer weiß, vielleicht filmen sie ja auch mal die Zuschauer. Ich bin schon aufgeregt. Ich war noch nie an einem Konzert. Ich auch nicht. Wir sind dann in 15 Minuten live auf Sendung. Ist bei Ihnen soweit alles klar? Eigentlich schon. Nur unser Sänger fehlt noch. Wie? Der Sänger fehlt noch? Das gibt's doch nicht! Rufen Sie ihn umgehend an. Wir müssen pünktlich starten. Ja, ich rufe ihn gleich mal an. Normalerweise ist er immer pünktlich. Hallo, wo bleibst denn du? Mir hat hier jemand die Vorfahrt genommen. Und jetzt muss ich noch warten, bis die Polizei den Unfall aufgenommen hat. Ich komme dann so schnell ich kann. Oh je, Hauptsache dir ist nichts passiert. So, jetzt noch schnell einen Kaffee und dann auf zum Donikel-Konzert. Polizei Hausach, Overbeck am Apparat. Aha, ein Unfall. Okay, ich komme vorbei. Bis gleich. Liebe Zuschauer, der Konzertbeginn verzögert sich um ein paar Minuten. Bitte haben Sie Geduld. Wir starten so bald als möglich. Hoffentlich findet es dann auch statt. Und wo bleibt denn Martin? Der müsste doch auch langsam mal eintreffen. Hoffentlich hat er es nicht doch vergessen.
Aha, guten Tag. Guten Tag. Der Fall ist aber eindeutig, Herr Hinterwäldler. Sie haben diesem Mann die Vorfahrt genommen. Sie haben nämlich hier ein Stoppschild. Seit wann ist denn hier ein Stoppschild? So, dann nehme ich mal alles auf. Aha, und Sie gehen wohl auch zum Donickel-Konzert? Ich bin der Donickel. Ach so, aber sollten Sie nicht eigentlich jetzt schon auf der Bühne stehen? Ja, da sollte ich jetzt unbedingt hin. Wir sind hier fertig. Fahren Sie mir hinterher. Meine Familie ist nämlich auch auf dem Konzert und ich sollte da jetzt eigentlich auch hin. Martin, bist du schon unterwegs? Ich weiß gar nicht, ob das Konzert überhaupt stattfindet. Der Sänger ist nicht da. Ich bin gleich da und den Donickel bringe ich mit. Aha. Es kann losgehen. Sein Fliegerlied ist ein Welthit und heute singt er hier für euch auf der Bühne in Hausach. Hier ist Donickel und seine Band. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Donickel Familienkonzert. Euch hier vor der Bühne in Hausach und euch da draußen, die ihr von zu Hause aus zuschaut. Euch wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Tausend Automobile, cooler Sound für die ganze Familie. Alles bewegt sich, keiner bleibt auf den Stühlen. Bei unseren Songs tanzen alle Moleküle. Leute, wir feiern heute Fiesta. Nicht mit allem Stress da. Einfach nur Fiesta, das wird wunderschön. Total cool, oder? Auf jeden Fall. Was macht denn Frau Bader auf der Bühne? Frau Bader! Frau Bader, hallo! Hallo, Kinder! Gestern in der Schule, ja, da ist mir was passiert. Ich stand vorne an der Tafel und hab gar nichts mehr kapiert. So ein Blackout hätte mich fast blamiert. Meine Lehrerin wurde ungeduldig, sagte zu mir, sie sagt: Kannst du denn überhaupt was? Frau Bader darf sogar mitsingen. Haben Sie das echt gesagt? Kannst du denn überhaupt was? Ich sagte, na klar. Und dann zeigte ich ihr das. Den Hintern ganz voll wackeln und die Hände nach oben, nach links und nach rechts, runter zum Boden. Eine lange Nase machen und dann Segelfliegerohren. Und wenn die anderen lachen, ja, dann machen wir's von vorn. Den Hintern ganz voll wackeln und die Hände nach oben, nach links und nach rechts, runter zum Boden. Eine lange Nase machen und dann Segelfliegerohren. Und wenn die anderen lachen, ja, dann machen wir's von vorn. Tänzer. Ihr wisst ja, dass bei jedem Donickel Kinderkonzert ganz viele Kinder mit auf die Bühne dürfen zum Mittanzen vor den ganzen Leuten neben uns stehen und richtig abrocken. Wer möchte raufkommen? Sollen wir auf die Bühne? Ja, komm, ich will auch. Also komm, ich helfe dir auf die Bühne. Das ist total cool, auf so einer großen Bühne zu stehen. Das gefällt Ihnen jetzt. So, wir stellen den Clownfisch mal zwischen euch. Nehmt ihr mal die Seesterne. Hier haben wir noch einen Fisch und du kannst den nehmen. Jetzt sind wir doch hier am schönen Hausacher See. Was meinst du, sollen wir nicht ein wenig tauchen? Wir ziehen die Taucherbrille und die Flossen an. Dann paddeln wir Hand in Hand zum Strand. Wir paddeln übers Meer hinaus, ganz weit raus, bis man nicht mehr stehen kann. An einem wunderschönen Ort. Clownfisch will nicht klauen, die Qualle will nicht quälen. Der Seestern kann nicht sehen, der Wal geht nicht zu.
Schwerfisch hat keinen Koffer, der Schwertfisch hat kein Schwert, der Hammerhai hat keinen Hammer. Ob das dich stört, wohl stört. Wir ziehen die Tauchbrille und die Flossen an, dann watscheln wir Hand in Hand zum Strand. Wir paddeln übers Meer hinaus, oh, oh, ganz weit raus, bis man nicht mehr stehen kann. An einem wunderschönen Ort werfen wir den Anker über Bord. Blumsen alles kühle nass, so ein Spaß, was wir brauchen ist Tauchen. Wir haben uns riesig gefreut, dass du bei uns aufgetreten bist und herzlichen Dank, dass wir deine Musik verwenden durften. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Uns auch. Schaut auch gerne mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.